So, liebe Freunde, da sind wir wieder und da seht ihr schon, er hat einmal gerufen, jetzt noch ein zweites Mal. Geruchsreduzierer nachlegen. Kurz anhalten. Wir werden die Spur hier natürlich auch noch mal ein bisschen aufnehmen. Haben aber ja hier unsere Markierung. Und wir werden auch auf den zweiten Ruf noch mal antworten. So. Sind in die Hocke gegangen. Ja. Gut. Jetzt müssen wir hier eben schauen, dass wir dem den entscheidenden Schuss jetzt verpassen können. So. Fernglas, können wir hier schon irgendwo sehen, wo er ist? Nee, noch nicht. Das ist schade. Wir müssen jetzt also natürlich hier vorsichtig vorgehen. Wir haben ihn angelockt. Er hat geantwortet. Wir haben auf sein. Oh, da ist er doch schon. Da ist er doch schon. So, kriegt er gerade noch mal einen mit dem Revolver und jetzt hat es erledigt. Jetzt ist er auch umgefallen. Gut. Dann haben wir unseren Revolver hiermit ein bisschen skillen können, haben zwei Schüsse halt abgegeben, bis er umfällt. Da kam er lang. Haben wir Glück gehabt, dass wir noch gesehen haben. Ich wollte nämlich schon fast wieder meine Position ein bisschen verändern und da wäre die Gefahr natürlich da gewesen, dass er uns entdeckt hätte. Da haben wir jetzt mit dem zweiten Schuss Lunge getroffen. Das natürlich wesentlich besser. Und ja, der ist auch. Ich hatte schon größere Geweihe, aber der ist jetzt auch nicht der kleinste. So, der erste Schuss 26,2 Meter Körper und beim zweiten haben wir dann eben die linke Lunge erwischt. 199,843 Score. Ja. Und 36 Minuten, 36,5 Minuten Nachsuche. Ah, das war natürlich viel zu viel. Wie gesagt, alles andere als stolz auf diesen Schuss. Aber er ist nun mal passiert. Kann man nichts machen. So. Da rücken wir noch ein bisschen das Geweih zurecht und so haben wir unser Bildchen. Sehr schön. Ja, was jagen wir denn jetzt? Wo sind wir überhaupt? Wir sind da. Okay. Sind wir ziemlich im Kreis gelaufen, würde ich sagen, gehen wir mal da oben in die Richtung. Also. Da können wir jetzt auch mal aufrecht gehen, können hier mal wieder eine Spur aufnehmen, dass wir mal was anderes haben. Dann werde ich auch noch einen Schluck Kaffee aufnehmen. Der muss nämlich langsam weg, sonst läuft der Gefahr, kalt zu werden. Oh, was haben wir denn hier? Roosevelt Wapiti, auch gar nicht mal so alt die Spur, aber natürlich der Schuss so nah. Also da wird eine Flucht natürlich passiert sein. So, Schluck Kaffee, check. Noch ist er nicht ganz kalt, aber es wird Zeit, den dann leer zu trinken. Ja, habe mich jetzt entschieden, hier wirklich noch eine weitere Folge zu machen. Aber nach der Folge, ja, denke ich mal, wird es dann wieder Zeit für einen Mapwechsel. Außer wir würden jetzt noch irgendwie was ganz Besonderes vor die, ja, vor die Flinte eigentlich ja weniger. Vors Zielfernrohr. Damit haben wir eigentlich dann alle Waffen eingeschlossen. Wenn da jetzt irgendwas Besonderes noch käme, ja, dann könnte man da überlegen, aber ansonsten, hier haben wir ein Weibchen. Da haben wir ein Wapiti, dessen Geschlecht wir noch nicht wissen. Hier haben wir wieder das Weibchen, aber das wird ja eher in die an. Nee, doch, flüchtend.
Dann war das hier vermutlich jetzt nach dem Schuss. Aber mich würde jetzt eigentlich mal eine andere Tierart interessieren. Ja, hier unten eher dann die Chance auf Weißwedel statt auf Schwarzwedel zu treffen. Allerdings auch Kojoten können hier unten auf dieser Südinsel angetroffen werden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es mit Truthahn ist. Truthahn habe ich bisher auf dieser Süd... auf dieser Südinsel noch nicht angetroffen, sondern nur auf der großen Nordinsel. Bin aber auch noch nicht so oft hier im Süden unterwegs gewesen. Also das ist noch nicht wirklich aussagekräftig, dass ich da jetzt sagen könnte, nee, gibt's hier unten nicht. Also ausschließen kann es nicht. Aber ich meine doch zumindest, dass sowohl Schwarzwedelhirsch als auch Truthahn eher im Norden unterwegs sind. Und hier im Süden dafür eben eher die Weißwedelhirsche. Oh, und Wapiti haben wir jetzt auf Level 8. Da haben wir in dieser Jagd jetzt noch keinen Vorteil von. Da sich das eben erst bemerkbar macht. So, Weißwedelhirsch Weibchen. Ich hätte eigentlich dann schon eher ein Männchen. Oh, da vorne hatten wir kurz ein Wapiti. Ein Weibchen. Ja, ist aber wohl hinter der Kuppe dann verschwunden. Oder sehen wir hier nochmal kurz was? Wir sind natürlich auch breit und auffällig unterwegs. Hier nicht geduckt. Gut, wir haben Tarnkleidung immerhin. Sorry. So, hier haben wir Weißwedel. Den können wir auch durchaus mal ein bisschen folgen. Schauen wir hier, das wäre wieder Wapiti. Was haben wir hier? Auch Wapiti. Oh, da hat er mir den einen Mausklick gar nicht angenommen. Egal. So, also der neue Level, die neue Skillstufe bringt uns erst was ab der nächsten Jagd. Die wird also in dieser Jagd jetzt noch nicht angenommen. So, das war Pity, was ich weglaufen gesehen habe. Weibchen. Das hat da nochmal ein paar Spuren hinterlassen. So, hier haben wir auch nochmal Wapiti, aber das ist schon älter. Das dampft noch nicht mal mehr. So, da kommen wir langsam Richtung Ansitz. Deswegen werde ich jetzt doch auch mal in die geduckte. So, was haben wir da? Auch Weibchen. Nein, möchte ich jetzt eigentlich nicht schießen, aber die ist... Ja, da unten haben wir. Die ist also von dem Stuhl am Weglaufen. Okay, das geht noch. Das heißt, selbst wenn die uns erwischt, läuft die in die andere Richtung weg. Und ja, falls wir da unten irgendwas sehen können, vertreibt es uns das nicht so ganz. Was bringt dieses Level 8 für uns? Kann ich euch auch noch sagen. Ich bekomme dann bei den Spuren... also zumindest bei den Ziehenspuren, aber ich glaube auch bei flüchtend, bei fressend oder ruhend, weiß es jetzt nicht genau, da bekommen wir Gewicht angezeigt in der Stufe 1, also das ist noch recht ungenau, das wird dann die Spanne, die angezeigt wird, wird dann eben mit Stufe 2 und mit Stufe 3 dann nochmal genauer, allerdings Gewicht Stufe 2 bekommen wir dann erst bei Level 14 und Stufe 3 sogar erst mit Level 20. Was das letzte Level ist, denn es gibt nur 20 Stück Brot hier.
Das heißt, dieses Level 8 gilt jetzt natürlich auch nur für Wapitis. Bei anderen Tieren haben wir eben nach wie vor noch einen kleineren Level. So, zu sehen ist nichts. Schade, schade. Ziehen wir weiter. Ja, ziehen wir mal hier Richtung Wasser, Richtung See. So. Also darüber. Nee, laufen wollte ich gar nicht. Ich war am Überlegen, soll ich langsamer gehen? So, ich bleib hier da unten. Da unten läuft kurz was. Im Wald drin. Ja, jetzt sehen wir, sie ist wieder nicht. Das sah mir nach einem Weißwedel aus, aber ich konnte nicht erkennen, Weibchen oder Männchen. Da hat man es jetzt noch mal kurz gesehen. Sah mir nach Weibchen aus. Konnte jetzt also wirklich kein Geweih erkennen. Da kommt es wieder raus. Ja, das ist definitiv Weibchen. Zu weit entfernt für eine Sichtung. Wir könnten es mit der Waffe mal probieren. Da haben wir das große Zielfernrohr drauf. Reicht das für Sichtung aus? Komm schon. Ja. So, haben wir also die Sichtung. Denn auch für Sichtung ist ja wichtig. Viele Sichtungen immer zu machen, um da eben weiter zu skillen, um auch dort mehr Informationen zu bekommen. Ab Level 3 bekommt ihr ja die Stufe 1 von Gewicht angezeigt, also auch da wieder eine Gewichtsspanne, die dann natürlich mit besseren Stufen auch enger wird. Mit Stufe 5 bekommt ihr dann auch schon mal einen groben Score-Wert angezeigt, der also auch noch eine recht große Spanne hat. Also das kann auch schon mal sein, dass es da heißt, Score zwischen 80 und 160, was ja also schon einen großen Unterschied macht, ob es nun 80, 160 oder doch nur irgendwas dazwischen ist. Ab Level 8 bekommt ihr dann die Gewichtsstufe 2, da wird es also etwas genauer angezeigt. Bei Level 11 dann der Score in Stufe 2, bei Level 15 Gewichtsstufe 3 und bei Level 20 Score Level. So. Gut gegangen. Wenn ihr so einen Berg mal runterfallt, also gerade auch wenn ihr in den französischen Alpen unterwegs seid, dreht euch gegen den Berg und drückt W zum Vorwärtslaufen. Damit bremst ihr das Fallen so gut es geht noch aus und oftmals reicht es dann, um den Unterschied zu machen, unten heil oder verletzt anzukommen. Falls ihr dennoch mal verletzt unten ankommt, ist es natürlich sehr, sehr vorteilhaft, wenn ihr dann auch ein Erste-Hilfe-Kit dabei habt. Ein Erste-Hilfe-Paket, denn ansonsten müsst ihr zur Lodge zurück. Oh, und jetzt kribbelt es in der Nase. Ah, so kurz vor Ende. So, und das ist natürlich dann ungünstig, weil ihr vielleicht irgendeine Spur schon verfolgt habt, wie auch immer. So, da drüben. Das wird hier nochmal unser Weißwedel Madame sein. Jetzt. Manchmal muss ich hier ewig lang auf die Taste hauen, bis es mal funktioniert. So, der Ruf kam von da drüben. Aber doch noch ein bisschen im Wald drin. Kann man da was sehen? Das wäre jetzt natürlich zwar nur ein Weibchen in Anführungsstriche, aber eben noch mal ein erfolgreicher Abschluss. Ah, da ist es.
Gut, da legen wir uns mal hin. So, legen wir uns hier hin, dass wir da nichts im Weg haben. So, schauen noch mal. Da oben steht sie noch drin. Dann rufen wir noch mal. Produzieren dezent Überlänge. Dann kann ich mir schon mal einen Titel für die Folge überlegen. So, zieht weiter. Und da würde ich spontan einfach mal sagen, die letzte Folge war ja der Nachsuche-Simulator. Und auf dieser Folge haben wir die Nachsuche beendet. Also, Nachsuche beendet. Ja, so seht ihr also, so komme ich dann manchmal auf meine Folgentitel. So, habe ich mir auch mal gleich aufgeschrieben. Nah genug ist er. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir da noch irgendwie einen schönen Schuss hinkriegen. Ich würde mich freuen, wenn sie noch ein Stück weiter nach vorne kämen. Denn so wäre mir da doch noch ein bisschen Gefahr, am Ast hängen zu bleiben. Oder wenn wir hier durchschießen, könnte auch gehen. Ja, geht auch. Machen wir es so. Wir laden einfach mal nach, auch wenn wir es wohl nicht mehr brauchen, denn ich werde nach der Folge dann auch die Jagd beenden. Nicht so wie sonst manchmal, dass ich dann nach der Aufnahme noch ein bisschen weiter jage. Hab's ja auch schon mal gemacht, dass ich vor der Aufnahme schon ein bisschen mich warm geschossen habe, ein bisschen gejagt habe. Diesmal aber wohl eher nicht. Irgendwie jetzt über die Ostertage auch so viel gejagt, irgendwie ein klein bisschen übersättigt. Jetzt werden mal ein paar Tage kommen, wo ich dann doch ein bisschen weniger jage, um mir wieder erneuten Jagdhunger zu schaffen. Und oh, die ist schön gefleckt. Vorne hell, hinten dunkel. Oh, schön, sieht man auch nicht immer. Da werden wir also auch mal ein Bild von machen, auch wenn es nur ein Weibchen ist. So, komm mal hier rüber. So, ein bisschen. Ah, komm, ein bisschen die Beine nicht so weit nach vorne. So. Gut. Und dann machen wir ein Bild, wo nur du drauf bist und nicht der doofe Jäger. So, schön. Auch sowas kann man ruhig mal fotografieren, auch wenn es keinen Score gibt. So, und ich sage mit dezenter Überlänge, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.